Am Dienstagabend brannte gegen 17.20 Uhr ein mit Spanplatten beladener Sattelzug aus Weißrussland auf der A5 in Fahrtrichtung Frankfurt in Höhe der Rastanlage Rimberg völlig aus. Der Fahrer des Sattelzuges bemerkte Feuer aus dem Motorraum. Er konnte sein Fahrzeug gerade noch auf die Beschleunigungsspur der Rastanlage Rimberg lenken und seine Papiere sichern, als der Sattelzug auch schon in voller Ausdehnung brannte. Beim Eintreffen der Feuerwehren schlugen meterhohe Flammen aus dem Fahrzeug und eine riesige schwarze Rauchsäule war schon Kilometer vor der Einsatzstelle zu sehen. Da zwischen dem Hattenbacher Dreieck und Alsfeld gerade eine Baustelle besteht, rückten die Feuerwehren aus Kirchheim und Alsfeld zur Einsatzstelle an. Die Anfahrt aus Kirchheim gestaltete sich im Baustellenbereich besonders schwierig und verlangte den Einsatzkräften bereits auf der Anfahrt alles ab. Die letzten Meter zur Einsatzstelle legten die Fahrzeuge über die Rastanlage Rimberg zurück, da der Verkehr auf der Autobahn hoffnungslos zusammengebrochen war. Es bildete sich ein Rückstau von mehreren Kilometern bis zum Hattenbacher Dreieck. Über die Höhe des Sachschadens konnten noch keine Angaben gemacht werden, am Fahrzeug entstand jedoch wirtschaftlicher Totalschaden. Wie der Einsatzleiter der Feuerwehr mitteilte, musste er vor der Einsatzstelle sein Fahrzeug verlassen und zu Fuß zur Einsatzstelle gehen, da im Baustellenbereich nicht einmal mehr ein PKW vorwärts kam. Ein Autofahrer hatte sein Fahrzeug verlassen, abgestellt und war zur Einsatzstelle gegangen, um dort mit dem Handy Fotos zu machen. Zwischenzeitlich staute sich der Schwerlastverkehr bis zum Kirchheimer Dreieck zurück. Die Feuerwehr rechnete nicht damit, vor 22 Uhr den Einsatz zu beenden. Die Bergung des Sattelzuges wird einige Stunden in Anspruch nehmen. Um die Situation zu entspannen, wurde der Verkehr über die Rastanlage abgeleitet.